Abend. Hi. Da sind wir wieder. Willkommen in meinem bescheidenen Schon wieder. Laden. Jo. Haben uns mal die Frage genommen, direkt hierhin zu Waren laufen, was klettern. Kann ich für dich tun? Wenn du leben willst, kauf bei mir. Den kann man extra nicht angesehen. Ist eh nichts Bis bald. Wichtiges drin. Stimmt. Jo. Da sieht alles sehr schön aus. Aber da müssen wir nicht hin. Wir nehmen den richtigen Weg. Ja. Ja, auf, Kameraden. Was seid ihr los? Bin auf dem Weg. Ich sehe nicht, worauf du da schießt. Die Nadelstalker? Weil die sich ständig wegporten. Sind die bei mir unsichtbar? Die werden ständig unsichtbar. Nadelstalker, du erinnerst dich vielleicht. Ja, aber ich habe wirklich nichts gesehen, eben auch nicht. Invisible Airsoft. Meine. Deine. Snakewaffe, ja. Einfach weiter. Jo. Kann stark verwirrend sein, wenn man den Feind nicht sieht. Tja. Hier irgendwo lang, ich bezweifle es stark. Ja, korrekt. Zeichen ist nicht eindeutig. Ja, auf dem Berg oben, Ist halt nur eine 2D-Map. Für 3D hat's Budget nicht gereicht. Boah, es wird mir dunkel in diesem Spiel. Hier bist du, wo bist du? Da bist du, okay. Hi. Ich hab das von Sanctuary gehört. Geht's dir gut? Tut mir leid, dass ich die Action verpasst habe. Ich habe Hyperion-Aktivitäten im Tundra-Express gesehen. Also haben Bloodwing und ich nachgeschaut. Mir war nicht klar, dass wir in eine Falle tappten. Bloodwing verschaffte mir etwas Zeit für die Flucht, aber die Bastarde haben sie gefangen und hierher gebracht. Oh, reden. Roland hat schon alles geechoed. Meine Daten sind alle auf einem Chip in Bloodwings Halsband. Auch dein Claptrap-Upgrade. Aha. Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich suche seit einer halben Stunde alles ab, aber da scheint ein Job für mindestens zwei Leute zu sein. Wenn du durch die Werft reinkommst, kann ich dich zu Bloodwing führen. Hol meinen Vogel zurück, dann kriegst du dein Claptrap-Upgrade. Aus Gründen. Okay. Ich werde dir helfen, wie im Tundra-Express. Jo. Lustiges Gerät. Was? Dieses komische Rohr. Na dann. Runter, runter. Ui. Der direkte Weg ist immer der beste. Zum Lachen. Er hat Blackwing gekidnappt, damit ich mir in die Hosen pisse und damit drohe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 bla. Aber Blatt und ich haben viel zusammen durchgemacht und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen können. Kommt ihr? Ja, Moment, erstmal als Stalker. Okay. Ich sehe echt nicht, worauf du das ich siehst. Erstmal geslackt werden. Ist die Loader-Hölle übrigens. Moment. Welche Waffe meine Elektrowaffe? Die Snider, natürlich die Snider. Andere Sieht dann auch Elektrowaffen? besser, wenn ich besoffen bin. Nö. Beides Elektro, okay. Was war das jetzt gerade? So. Ausrüstung ist wichtig. Naja. Jetzt will ich Kleinholz sehen! Ja, Konz hat wieder Spaß. Das sowieso. Ich sehe die Feinde nicht. Das ist sehr interessant. Also gar nicht?
Nö, so gar nicht. Lustig. Dein PC macht momentan alles kaputt, oder? Ja, du musst, ja. Musst ihm die Dominanz zeigen. So. Hier lang. Oder? Unerlaubtes Eindringen registriert. Ach, da. Frei. Ja, vielen Dank. Kacke. Sie hat einen Loader auf dich? Verdammt. Gib mir eine Sekunde. Ich denk mir was aus. Kein Stress. Wenn du genug von diesen Loadern beschädigst, aber nicht killen, müssen sie die Tür aufmachen, um Verstärkung zu holen. Don't kill him? Was? Wound Loaders, nicht mehr umbringen. Warum bist du beschädigt? Nimm dir jetzt den nächsten vor. Der ist tot. Wer hat die Corsonswaffe? Die sollte die weglegen, mal. Wieso sind noch beschädigt? Alles gut. Wow. Das war schnell. Fuck. Ja, ich komme. Okay, auch gut. Wenn hier jemand beinahe stirbt, dann ich. Also stärker wunden kann man nicht eigentlich nicht. Ich sehe keine Feinde. Okay, 2 von 3. Ja, der letzte. Verstärkung wird geschickt. Flying Reinforcements, ja, nice. Die Tür ist jetzt offen. Geh rein und finde. Wow! Nein! Ach, passt schon. Lass mich sterben mal, danke. Warum? Weil das eventuell das Problem löst. Mir vorstellen. Dir geht's gut, Simon? Mir geht's gut, ja. Mitten so im Gegnergebiet. Definitiv. Durch die Tür. Sonst kommt der eh gleich nach. Jo. Ist gar nicht aus wie ein riesiges Kampfgebiet oder so. Na, überhaupt nicht. Fick dich, Powerloader. Ich hab mehr Power als du. Lol. Ich hab's noch drauf. Ja, wunderbar, Monika. Nein, ich sehe keine Feinde. Ah, lustig. Ich kann auf sie schießen. Du kannst auf die Kugeln schießen, die ich hochhebe immerhin. Badass Loader. Alter, jetzt sehe ich die wieder. Krass. Schade. Das ging zu schnell. Komm, mach den kalt. Nee. Zu spät, sorry, kann mich nicht mehr hin. Ja. Passt. Na, good enough. Das habe ich jetzt gesehen, was mich getötet hat. Immer etwas. Okay, erstmal kurz flaggen den Badass. Moment, wenn ich nachgeladen habe, kann ich ihn flaggen. Und jetzt stich und ergreifend. So. Reinholzen. Jo. Eben. Nichts geht über Raketenwerfer am Morgen. Lecker. Nichts über einen schwierigen Kill.
okay, jetzt ist schon wieder nicht. Schade, Kacke, ey. Haben wir es dann langsam mal? Kann ich jetzt endlich wieder neue Munition auftanken? Vielen Dank. Steht einer. Ha. Jo. Immer noch? Nee. Heilung! Ja, Heilung. Rektor, so. Nope. Lol. Was denn? Ach, so ein Powerloader ist gerade quasi in mich reingelaufen. Ah, sehr schön. Oh, Ruhe. Ja. Bis auf diese ekelhaften Drohnen, damit man zum Glück festhalten kann. Mhm. So, dann weiter geht's, ne? War nicht noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Der nächste Punkt geht hier hinten lang. Willkommen, okay. Im Wildlife Explosion Preserve. Exploitation. Hat das erbaut, um Wissenschaft, Forschung und was weiß ich zu unterstützen. Ja, aber das ist Bullshit. Sie nehmen Slack und experimentieren damit an jeder Kreatur rum, die sie finden können. Du musst Bloodwing da rausschaffen. Ja, ja. Experimentation. Naja. Der Haupteingang wird bestimmt funktionieren. Sicher. Not quite. Holy shit. Lol. Ist sonst fast der Granaten von mir, ja? Ja. Gut, dass die uns nicht slaggen und so. Tun sie nicht? Oder tun sie? Tun sie nicht, nein, nein, nein. Das hätte ich ja gesagt, oder? Das Tor geht wahrscheinlich echt nicht auf. Junge. Nee. Also müssen wir da unten durch, okay. Sporen. Ja. Das Trap ja einfach alleine regelt. Jo. Nice. Badass Corrosive Slag, ja. Ja. Der F-Trap, du Dinge. Da bin ich wieder! Next. Nein, Vieh, ah. Etwas hellblaues. Okidoki, Sammy. Dann fangen wir mal an mit dem Versuch, hm? Dr. Samuels, bitte. Das Versuchsobjekt ist noch bei Bewusstsein. Sie erwarten doch nicht, dass ich... Sorry, Baby. Bei dem Lärm, den die Leute machen, die gerade kein Iridium gespritzt... Oh, hey, du bist im Reservat. Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du? Du kommst einfach von selbst. Danke, dass du mir die Mühe ersparst, Kiddo. Den Rest gerne gehört. Wäre bestimmt schön gewesen, was man gehört hätte. Jo. Aber nein, wir sind einen halben Meter zu weit gelaufen und das Spiel dachte sich nur. Hm. Badass Rax. Rax? Ja, die Fliegeviecher. Ach, die Viecher. Irgendwie raus, nochmal neu rein, das kann nicht sein hier.
Ja, gleich. Mehr Action, ich denke schon. Tod durch Robert! Ja, Kämpfe sind Kämpfe, ne? Jo. Ich glaube, ich bin kurz jetzt raus. Das muss ich getan haben. Nein. Wieso? Der Badass. Sehr praktisch. Und weiter geht's. Mhm. Jo. Na, haben wir es dann mal. Max Viecher. Komm ich jetzt wieder rein, oder? Ah ja. So, weg ist er. Jo. Der liegt sein HP noch rum. Um Deathjab. Weil, warum auch nicht? So majestätisch. Und tschüss. Ja. Wollen wir ohne ihn weiter, oder nicht? Ist doch schon da. Bin ich. Ah, ich laufe ohne ihn weiter. Keine Frage. Oh, ich sehe Feinde, auch schön. Hallo, ja. Aha. Jo. Davon haben wir schon drei bekämpft oder so, aber okay. Noch nicht aufgefallen. Ich will doch gar nicht wissen, was der kann. Der hat ein Schild, glaube ich. Ja, Bauwerk wahrscheinlich. Was? Bollwerk wahrscheinlich. Ja, heißt das im Englischen ähnlich? Ja, Bauwerk. Ah, okay. EOL und so weiter. Das wusste ich nicht. Ergibt aber Sinn. Moment, da lag halt irgendwas. Ein Echo, ja. Ich hab was gefunden. So, was denn? Aufzeichnungen von einem Archäologen auf Pandora. Pandora? Der Planet der Verurteilten und Kannibalen? Ja, es klingt unglaublich, aber dieser Archäologe sagt, dass Sirenen eine Art Verbindung zu Eridium haben. Und die kann man... Maya, das reicht. Wenn ich nach Pandora reise, könnte ich mehr über meine Sirenenabstammung herausfinden. Es reicht. Sieh mal eine an. Dich ernährt, dich ausgebildet, dich beschützt. Die Menschen von Athenas erhoffen sich vom Orden des aufkommenden Sturmes Führung und Schutz. Würdest du gehen, wäre dieser Planet ohne Verteidigung. Du sagst immer, ich werde diesen Planeten beschützen. Ich habe jahrelang trainiert, aber nie gegen das Böse gekämpft, von dem der Orden dauernd spricht. Deine Zeit wird kommen. Versprochen. Außerdem, dieser Planet hat alles, was du willst. Nummer 5 lebt! Geh auf dein Zimmer. Nenn mich nicht Kind. Entschuldige. Bitte geh auf dein Zimmer, Maya. Pimon Otumba, jawohl. Oh ja. Übrigens, das ist ja sehr interessant, was du gerade gefunden hast. Das gehört zu den Character Logs. Aha. Oh, Granate, Granate. Au, au, au. Hilfe. So. Tumba ist gleich weg. Also jetzt. Pimon läuft hier rum. Zum Arschlecken. Arifanya! Brutale Wissenschaft, unvereinbar mit menschlicher Ethik. Es versteht sich, dass ich brennend dran interessiert bin. Beschaff mir ein paar Proben des Lex-Serums, das Hyperion an wilden Tieren ausprobiert. Keine Kernzeiten, weil ich ihn nicht genug sehe. Attacke! Er brennt jetzt, also jetzt sieht man ihn wenigstens. Ich hab gerade eins auf die Schnauze gegeben. Ja! Level 20. Bling bling. 100 mal 10, das sieht gut aus. Das ist Slack. Das ist also nichts für mich. Mhm. Nee, danke. Microphone muted, microphone activated. Ja. Hm. Ich muss sagen, ich kenne die Character Logs von Maya jetzt schon, so ist nicht. Ja. Okay. Ja, ich hab mir die Character Logs mal alle auf YouTube angehört, um mal die Charaktere besser kennenzulernen.
Gut, macht Sinn irgendwie. Ja. So, was habe ich jetzt ungefähr vertauscht gehabt? Weil den für den Macromance haben wir, glaube ich, auch schon mal gefunden. Ja. Bin mir nicht sicher, vor einer ganzen Weile. Gut möglich. Nicht früh. Vor allem, wie ich erst in der Mitte irgendwie realisiert habe, dass das eigentlich quasi Maya ist, die da spricht. Na, ich lauf weiter. Ja, das ist die Waffe, die ich meinte. Ja, Scheißhaufen halt öffnen. Bist du bereit für ein paar neue Spielzeuge, Deathtrap? Level! Wenn die Red Dots einen aufhalten, das ist schon geil. Mhm. Auf meinen Befehl! Hier, da. Ich will auch langsam Level 20 sein, danke. Das ist gut Geld. Für die Viecher kann man ja auch gut und gerne. Wo ist er hin? Dahin. Oh, endlich. Level 20. Ja. Was haben wir denn da Schönes? Wollen wir jetzt erstmal? Ja, Moment, ich möchte erstmal kurz schauen, was ich upgrade. Ah ja, das meinte ich damit auch. Ja. Wir haben gesagt, Lebensregeneration haben wir für mich, haben wir für uns mittlerweile genug. Nämlich den Kill-Skill. Aha. Da ihr ja quasi gute Angreifer seid beide, oder wenigstens wir einen starken Angreifer haben, auf jeden Fall. Hm. Naja, einen und einen Bot. Eben. Gehe ich ein bisschen mehr auf Verteidigung bei mir selbst, damit ich als Healer auch länger lebe. Und eben auf die Länge von Facelock und den ganzen Kram, ne? Hm. Klingt ganz gut, finde ich. Jo. Lol. Shield Capacity und Shield Recharge Delay, genau. So. Diese Shotgun ist hoch interessant. Ja, was kann sie denn? Schießen. Jede Menge Schaden verteilen. Wie viel okay. Schaden macht die denn? Die ist völlig ungenau, aber 100 mal 10. Ach, die war das, okay, habe ich schon gesehen. 100 mal 10? 100 mal 10. 1000, ne? 1000 quasi, ja. Ich mach 1300 mit meiner. Ja, ja, gut. Aber ja, gut, das ist eine der lila-pinken Goldkistenwaffen, ja. Die slackt auch noch. Ich mach ja, 151 mal 19. Auch nice. Warte, mit was für einer Waffe bitte? Oh Gott. Die hier. Die hier. Cool. Ja, gut. Kann man machen. Geh mir hin, die Ausnahme verkaufen kann und alles, ne? Ja, ey.